Ach, was habe ich denn jetzt hier alles bekommen? Warte mal, das kann dahin. Okay. So, und was kriege ich von dir? Wofür 56? Warte mal, wie viele... Oh, okay. Und danach kommt nur noch eins für 60. Jo, das passt doch. Dann habe ich bis dahin dann die Quest erstmal durch. Jo. Und dann kann ich mich beruhigt wieder auf die Hauptquest konzentrieren. Sehr geil. Jo, einmal annehmen bitte. Achso. Ach, die kann ich nicht überspringen. Natürlich nicht. Ja, Luna. Investieren. Nee. Okay, vorhin ist was angekommen. Sehr cool. Und hast du schon geguckt oder noch nicht? Ich muss unbedingt die zweite Staffel noch zu Ende gucken. Ich habe gestern, ich glaube, 3 Folgen geguckt. Von der zweiten Staffel. Ich wollte eigentlich durchgucken, damit ich fast zeitgleich mit dir den Film gucken kann. Also zwar versetzt, aber trotzdem irgendwo zeitgleich. Schon zweimal, ui. Und ist er gut? Ist er gut? Ist er gut? Ist er gut? Aber ich gehe mal davon aus, wenn du ihn zweimal gesehen hast, dass er gut ist. Er ist so gut, okay. Ah, ich muss die Serie weiter gucken. Na gut, kann ich morgen machen, wenn ich auf den Hund aufpasse. Kann ich morgen in aller Ruhe weiter gucken. So. Ich weiß nicht, in was für einer Gegend ich hier schon wieder gelandet bin, ey. Da oben sind die Gegner. Also hier am besten finde, die Original-Synchronsprecher sind wieder dabei. Gibt's ja öfters, dass für den Film andere Sprecher genommen werden. Das ist gut. Da hatte ich echt Angst vor. Weil ich habe mich so in die Sprecher verliebt, beziehungsweise auch dran gewöhnt. Also ich bin echt froh, dass du mir die Serie empfohlen hast. Sie gehört mir zu einer meiner Lieblingsserien. Ich habe es auf beides geguckt. Die erste Staffel habe ich mir einmal auf Deutsch und einmal auf Japanisch angeguckt. Und ich finde beides geil. Beides mega geil. Die zweite gucke ich gerade noch auf Deutsch und danach natürlich auch wieder auf Japanisch. Ich, ja. Ich liebe japanische Stimmen. Japanische Synchronsprecher. Ich bin die deutsche Stimme von Asumiyo. Ja! Asumiyo, die ist so toll. Die Stimme ist echt mega. Die Attacke war cool. Grüne 9, was habe ich jetzt hier fangen dürfen?
Das kann auch dauern. Ich bin nach 2 Wochen an der Arbeit. Ich muss schlafen. Johannes! Gute Nacht und dir viel Erfolg für die Arbeit morgen. Mit einer wunderschönen Restwoche. Vielen Dank, dass du dabei warst. Charakterzeichnung. Oh geil. Sehr, sehr geil. Also ich glaube, ich werde es mir dann auch in Materiell kaufen. Zurzeit gucke ich ja Serie über Anime on Demand. Ist ja schon. Hallöchen. Nicht mehr wieder komplett voll verplant. Hör mir gerade an, wo die Stimme von Asumi mitgesprochen hat. Ah, okay. Sehr cool. Oh, mal da hin. Oh. Madagaskar 3 als Pferd Nummer 3. Okay. Da waren Pferde. Ich überlege gerade echt, da waren Pferde. So. Sein physischer Attacke aus. Zusatzeffekt, der Effekt von Giftbiss und Beißen hat 5 wird beim Zielen neu hat fest für dieses Ziel. Was gefällt das? Okay. So, jetzt habe ich zigtausend neue Dinger. Jetzt muss ich einmal komplett alles neu anordnen. Warte mal. Nee. Layout. Jetzt kommt's hier wieder. So. Okay. Mal. Meine Tierchen packen wir mal alle da hinten hin. Überhaupt nicht sucht die. Bin jetzt auch im Bett. Gute Nacht. Gute Nacht, Masaki. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht. Vielleicht bis morgen. Habe ich fast alle Reittiere damit drin. Das Reittierverzeichnis bitte auch einmal dahin. Hier haben wir das Begleiterverzeichnis, Bestiarium. Rückführung und Teleport kommt dahin. Das kommt hier hin. Kommt dahin. Und Schocker kommt dahin.
dahin. Benutze ich eh verdammt selten. Das hier. Was? Was? Das. Oh Gott. Mal sehen, ob ich mich damit jetzt zurechtfinde. Wahrscheinlich nicht. Diesen Auftrag musst du den Auftrag kommen. Ah, okay. Gut. Ja, dann habe ich soweit alles. Dann Hauptszenario. Ja, Mensch. Dann haben wir die Klassenquest hier soweit fertig. Vorerst. Ne, wir sind ein bisschen vorangekommen. Warte mal, wo muss ich hin? Letzte Wacht. Ich stehe da, seit ich heute angefangen habe. Letzte Wacht. Das war so null. Hä? What? Oh, ich muss die Dailies noch machen. Ich um meine Gedanken wieder. Ja, ich will die Dailies machen. Oh, und nach Limsa. Juhu. Ich habe ja sonst nichts zu tun, als hin und her zu teleportieren. Die kleinen Wüsten, also ist dieselbe wie die in Cyberpunk von einer Untergrundverbrecherin. Nein, echt? Okay, ich glaube, das passt wirklich nicht. Müsste ich halt hören. Oder pro, wenn ich Cyberpunk weiterspielen würde, würde ich es wahrscheinlich gar nicht erkennen. Da lang. Wenn man weiß, wenn man es weiß, erkennt man das. Echt? Bei meinem Glück, hä? Oh Gott, bei Cyberpunk bin ich noch relativ am Anfang. Ich habe es halt nie großartig weitergespielt. Glaube ich habe... Oder bin ungefähr bei der zweiten oder dritten Spielstunde. Also noch sehr, sehr am Anfang. Warum ist der Energy eigentlich Maler? Dankeschön! Na, wenn wir glühen. Freunde, wie ach, schön, jetzt, euch wiederzusehen. Wir sind doch Freunde, gut. Ich hatte Sorge, wie man euch in Ishgard empfangen würde. Doch war ich erfreut zu hören, dass ihr dort Zuflucht gefunden habt. Mhm. Wir erhielten Hilfe von neuen Verbündeten. Doch ich vermute, dass uns noch von anderer Seite Unterstützung zuteil wurde. Nach dem Anschlag auf die Sultana rechneten wir damit, von jedermann gejagt zu werden. Aber dem war nicht so. Es scheint, als wären die Anschuldigungen nicht publik gemacht. Ich glaube worden. Ja. Sicher hatte ich glaube, da bin ich schon Hände begegnet. Spiel. Ich
bin mir aber unsicher. Sag nein. Nein, Daddel. Delfino, das sag ich nicht. Vormachen. Ja, Oberst Pippin hat sich persönlich an mich gewandt. Kan Essena und ich haben daraufhin ein paar Maßnahmen ergriffen. Dieses Ding. Ach, die! Ja, okay, ich kenne sie. Okay, ja. Nein, echt? Nein. Okay, ich muss den Spielstand nochmal laden, den habe ich noch. Ich muss ihn nachher nach dem Spiel mal laden. Hätte das Volk gespalten. Also folgte was man sie denn? Nein, Rat mit einer nein überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich hätte jetzt alles erwartet, aber nicht das. Die älteste Saatseherin und ich besuchten die Sultana vor der Siegesfeier auf ihre persönliche Einladung hin. Sie offenbarte uns ihre Absicht, aus der Herrschaft des Adels eine Herrschaft des Volkes zu machen, wie sie es ausdrückte. Solch eine radikale Änderung wird weder den Royalisten noch den Republikanern gefallen. Die Augen zugemacht und hat seinen kleinen Assem hier auch vor den Augen mit den Sätzen. Oh Mann. Daddel, es geht um eine Anime-Serie. Die Luna und ich zurzeit. Also Luna sowieso schon länger, aber die ich zurzeit richtig suchte. Dazu hat Luna gerade den Film gesehen. Und da passt die Stimme einfach nicht, weil die in Cyberpunk mitspricht. Die Stimme passt null. Überhaupt nicht. Sehr ist dafür richtig. Viel zu lieb und zu nett. Die Sultana sah voraus, dass es zu einer Destabilisierung kommen könnte und bat uns um Unterstützung. Sollte jemand von ihrem Vorhaben erfahren und versucht haben, es mit dem Attentat zu verhindern? Die Republikaner, weil sie dachten, dass ihnen sonst die Macht aus den Händen gleiten würde? Violetta. Wer ist Violetta? Aber jedem müsste doch bewusst sein, dass der Tod der Sultana das Land genauso ins Chaos stürzen würde wie ihre Abdankung. Chaos, aus dem allerhöchstens Teleji einen Vorteil ziehen könnte. Aber Lolorito würde doch wohl nicht zulassen, dass sein schlimmster Rivale... Ich glaube, in der Serie. Okay. Könnte es sein, dass die Sultana noch... Fällt mir jetzt tatsächlich null ein. Die Stimme von Sehern zu Film hinzufallen, sehr stark unterscheidet. Das Sultanat hat bislang keine offizielle Erklärung abgegeben, dass die Sultana gestorben sei. An sich geht es ja nicht darum... Dass er sich unterscheidet eher, dass sie zu einem Charakter aus dem Spiel halt null passt. Weil man sich zu der Stimme halt quasi was anderes vorstellt. Sozusagen. Weil in der Serie ist es halt einmal eine komplett andere Persönlichkeit, wenn man sie dadurch ja quasi kennengelernt hat, gesehen hat, so quasi das erste Mal. Wenn man dann diese Stimme zu einem anderen Charakter sieht, was das komplette Gegenteil ist zu dem, was du gewohnt bist von der Stimme. Und darum geht es halt gerade so ein bisschen. Ich kann es schlecht erklären. Ich bin super mies im Erklären. Ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich, Daddel. Ihre Abwesenheit also, dass sich die Stimme unterscheidet, ist klar, trotz dass es dieselbe ist. Ich weiß, von was du redest. Gut. Ja, gut. Dass ihr Tod noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, kann allerlei Gründe haben. Aber dennoch. Da ist noch etwas, Admiral. Ich war zwar schockiert, von der bevorstehenden Exekution General Raubans zu hören, doch fragte ich mich, warum sie damit bis jetzt gewartet haben. Wenn man ihn einfach nur von der politischen Bildfläche verschwinden lassen wollte, hätte man die Strafe auch direkt nach seiner Festnahme vollstrecken können. Bürger, nebenbei auf Spotify Fluffy Time. Okay. Schön. Oh, Luna. Ein berechtigter Einwand. Oh, schön. Lovey Time. Nach seiner Festnahme wurde Rauban lange alles in gut, alles gut. In Uldar festgehalten. Alles doch gut, Luna. Wurde er an einen unbekannten Ort verlegt. Alles gut. Ich sag nichts dagegen. Und man sagt, dass er nicht von den Messingklingen, sondern von Soldaten in blauen Uniformen fortgebracht wurde.
Soldaten in blauen Uniformen. Ja, haben die weiße Robe gebracht. Ja. Und wenn ich wenn ein und derselbe Charakter psychisch synchronisiert wird. Wohl nicht mehr ja, das so ist normal. Das stimmt. Ein Blutappetiter wird da. Wie auch immer. Wenn wir Raubern retten wollen, Bobbika. Müssen wir zuerst heraus... Bobbika. Luna, ich muss dir nachher unbedingt was schicken. Unbedingt. Warte, kann ich das jetzt mal kurz machen? Nochmal. Warte. Einmal dahin. Und kann ich das dann von hier aus? Nicht dahin. Luna, wo bist du? Da bist du. Ja. Das wurde aufgrund eines Clips quasi hergestellt. Ich find's mega gut. Find's mega, mega gut. Du kannst mir dann ja mal deine Meinung schreiben. Ich find's richtig geil. Ich hab was, was mir auf Soundboard ziehe. Ja, oder? Robin ist eine der Schlüsselfiguren der Irseischen Allianz. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren. Ein guter Rettungsplan muss schleunigst her. Allerdings könnte eine militärische Intervention die Beziehung zur Uldischen Regierung gefährden. Es muss also mit äußerster Diskretion vorgegangen werden. Ich bin daher froh, dass ihr euch der Sache annehmt. Natürlich seid ihr das. Diskretion ist ganz in unserem Sinne. Ich selbst habe die Elite-Truppe der Kristallstreiter ins Leben gerufen und fühle mich daher verantwortlich. Den Schaden, den ich selbst verursacht habe, werde ich auch selbst wieder richten. Alles andere hätte mich auch gewundert. Unsere Verbindungsperson bei dem dumanischen Ninja hat sich unter die Kolonisten in Geisterzeug gemischt. Also einfach nach einer Frau mit fernöstlichen Aussehen ausschoben, die als Küchenhilfe arbeitet. Ich hau mich in den Lurk. Mach das, Daddel. Viel Spaß im Lurk. So. Wir sollen jetzt nach Geisterzoll zurück, ja? Luna steht da wieder. Meine Lieblingsschatz aus ganz FF kennen. Echt? Bin gespannt. Bin gespannt. Aber du hast viele Lieblingsschars, kann das sein? Luna? Also zumindest also, meine ich zwei schon kennengelernt zu haben? In jedem meiner mindestens zwei. Also hier in... Dem hier quasi. Ich glaube, das war aber auch schon vor so. Also Emmerich mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Das fand ich gut. Noch. Ich weiß nicht, was so alles passiert. Den letzten, den ich gut fand. Warte. Nee, ich muss einen höher. Oder? Ja. Ja? Ja. Gott. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, wo habe ich meine Tierchen? Da habe ich meine Tierchen. Oh, ich kann fliegen. Gott, sie ist so schön aus dem Flug. Mein kleines süßes Nickelchen, du. Ja, sag nichts. Ich liebe meine Reittiere, ja? Bist du nicht da jetzt am Foto? Ich hatte gehofft, dich wohlbehalten wiederzutreffen, aber den Göttern sei Dank. Hast, dass du es unversetzt bist. Dass du unversehrt bist.
An einem schrecklichen Tag, am Tag der Siegesfeier, auf einmal sind bewaffnete Kristallstreiter aufgetaucht und haben den Sonnenstein besetzt. Die haben mich sofort in Sicherheit gebracht, aber mich nach Beratung mit meinen Landsleuten entschieden, meiner neuen Heimat zu verbleiben, auf der Rückkehr von euch allen zu warten. Ich dachte, es kann nicht schaden, ein wachsames Auge auf den Sonnenstein zu haben. Wir Dumaner werden euch niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Was auch immer ihr uns auftragt, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um eurem Wunsch nachzukommen. Ach, das ist die. Oder? Oh, verwechsel ich dich gerade. Du suchst Raubbahn? Wir übrigens auch. Admiral Melvip hat uns mit der Suche beauftragt. Die Verlegung eines Gefangenen, dessen Beschreibung auf Raubbahn passt, scheint Bewegung gegessert zu gebracht zu haben. Ja, die kam schon. Jiggeri! Was gleichzeitig mit dem Gefangenentransport sind auch Hauptmann Yuyuhashi und seine Einheit aufgebrochen, um Gottes Willen. Es klingt verdächtig danach, als ob Yuyu und seine Männer den Gefangenentransport eskortieren würden. Mein lieben Schatz. Ah. Ja, sie ist cool. Meine dumanischen Freunde sind der dritten Einheit dicht auf den Fersen. Noch ich werde mich ihnen anschließen. Geh doch bereits vor und triff dich mit Dova in Hohenbrück. Darf ich fliehen? Donalan. Kein Knochending. Knochendingens, Bummens, Gedöns. Ja, ich will mein Chocobo. Gib mir mein Chocobo. Du findest, dass ein Flugschokobo heißt. Ja, Flieh. Mein kleiner Flieh. Aber dieses Helmchen da oben. Ich weiß ja nicht. Er fliegt, mein kleiner Schokobo fliegt. Nicht höher. Na, schade. Och, der sieht so gut aus. Liebe schwarze Schokobos. Die haben so was Majestätisches an sich. Bin ich blind? Ja, natürlich bin ich blind. Bis jetzt immer musste man allgemein, dass das Schokobo fliegen können, den Itchgard mit einer Quest freischalten. Echt? Da hab ich ja Glück, Mensch. Lauf! Lauf, meine Kleinen! Lauft! Huch! Ich zieh mal wieder 10.000 Knöpfe drück, die sie nicht Knöpfe drücken will. Ich hätte gerne meinen Drachen. Oh, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Oh, ich will diesen Tentakel haben. Der ist cool. Tentakel ist cool. Ich weiß gar nicht, was man gegen Tentakel... Nein, wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, was man gegen diesen Tentakel haben kann, ey. Warum ist mein Schokobo so klein? Der andere ist nicht größer, ne? Warte mal. Ich hab den Schokobo gar nicht in der Liste. Ah, peinlich. Okay. Warte mal. Ist der andere
Ist der? Wer ist er denn? Der ist genauso klar. Bäh. Warum habe ich nur so kleine Viecher? Ich muss so große Viecher haben. Ich will auch einen Zweisitzer haben. Mit Glück kann ich morgen mir vielleicht die Kutsche holen. Mit ganz viel Glück. Mit ganz, ganz viel. Dann kann ich endlich mal mehrere Leute transportieren, wenn wir mit Kaya spielen. Und muss dann nicht mehr... Nee? Auf andere angewiesen sein, weil... Muss ich hoch? Nee, ich muss runter. Ugh. Blind! Ich, Blindfisch! Blindfisch, nicht wissen, wohin! Oh Gott. Das ist so peinlich, ey. Gib mir doch ein Navi. Dahin. Oh Gott. Wir wissen, laufe ich gleich zwei Dailies mit. Wieder ein 6 raus muss, aber egal. Ja, hier ist was. Es liegt ganz bei dir. Dailies muss ich sowieso mitlaufen. Heute. Jetzt schon ausnahmsweise mal kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, ich habe auch gut was in der Story geschafft, oder? Okay. Ja, machen wir am besten jetzt noch. Würde ich sagen, bevor ich Story weitermache. Macht mehr Sinn gerade. Aber ich glaube, ich habe gut was geschafft in der Story, oder? Warte mal, ich muss einmal kurz was zu trinken. Das ist mein Glas.